fallen lassen. Oh, wenn wir die Symptome jetzt mal sehen, also wenn du sagst, die Symptome sind weg. Hi, mein Name ist Sören und ich bin hier im Börner Lebenswerk, dem Zentrum für integrative Medizin. Hier wird geschaut, was sind die Ursachen für gesundheitliche Themen oder auch an welchen Faktoren kann man drehen, um seine Gesundheit, seine Leistungsfähigkeit, sein Wohlbefinden noch zu verbessern. Und ich nehme euch heute mal mit ins Börner Lebenswerk. Wir sprechen auch nachher noch mit dem Benjamin Börner, dem medizinischen Leiter von dem Ganzen. Und da werde ich auch mal ein paar Fragen stellen und mal schauen, was er so zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt. Kommt mit. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, ich sitze mit dem Cornelius. Er ist Teil der Geschäftsleitung vom Börner Lebenswerk und ich bin gespannt, was mich heute so erwartet und du hast ja schon einiges mitgebracht. Ja genau, ich habe einige Dinge vorbereitet. Hier möchte ich dir einfach nochmal kurz erklären, was dich heute so bei uns erwartet. Mhm. Du bist ja heute zur Diagnostik hier bei uns und hast einen ausführlichen Termin mit Benjamin. Wir werden als erstes jetzt gleich eine ganzkörperphysikalische Messung mit dir machen. Das habe ich dir ja schon in dem Zoom-Termin mal erklärt. Mhm. Dann wirst du eine ausführliche Anamnese mit Benjamin haben gemeinsam. Da wird man wirklich deinen ganzen Beschwerden und alles, was dich umtreibt, auf den Grund nochmal gehen. Er wird mit dir eine ganz Körperuntersuchung machen, eine neurologisch-osteopathische Ganzkörperuntersuchung, wo wir wirklich von Kopf bis Fuß alles nochmal anschauen, wie es bei dir aussieht, wo gibt es vielleicht Regulationsstörungen, gleichzeitig aber auch, wo gibt es denn vielleicht gerade aktuell irgendwelche Fehlstellungen in deinem Körper. Mhm. Und dann natürlich kommen wir nachher zum Herzstück des Ganzen, die Labordiagnostik. Und die wird der Benjamin mit dir gemeinsam erstellen und das erwartet dich die nächsten 2 Stunden jetzt auf jeden Fall. 2 Stunden? Also das heißt, da wird schon sehr viel Ursachenforschung betrieben. Absolut, ja. Also wir sagen von uns selber, wir machen vermutlich im deutschsprachigen Raum die ausführlichste Diagnostik, die es so gibt. Mhm. Und dafür nehmen wir uns auch individuell extrem viel Zeit für jeden Patienten, sodass wir jeden wirklich optimal betreuen können. Okay, bin ich gespannt. Ja, dann gehen wir gemeinsam hoch. Auf geht's. Handy ausschalten, ganz wichtig. Genau, ganz arg wichtig. Okay, jetzt geht's gleich richtig los hier. Wir fangen gleich an mit der ersten Messung. Ich muss nur noch kurz meine Schuhe ausziehen. Und ja, erster Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ich fühle mich hier richtig wohl, wie in einer, sagen wir mal, Gesundheitsoase. Auch das ganze Team ist sehr freundlich. Es ist sehr, sehr angenehm alles. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, hallo. Hallo. Dann starten wir jetzt zunächst erstmal mit der Vitalfeldmessung. Mhm. Sie dürfen sich da hinlegen, die Füße hierher, den Kopf auf das Kissen. Kennen Sie die Vitalfeldmessung? Die nicht direkt. Also ich denke, ich habe schon mal ähnliche Sachen gemacht. Mhm. Auch so mit Elektroden, auch an den Füßen. Mhm. Aber ich denke, das speziell noch nicht. Okay. Also ich erkläre das immer liebevoll, dass es wie so ein Ganzkörpercheck ist. Mhm. So wie man es vielleicht von einem Auto kennt. Da wird mittels der Elektronik durchgemessen. Am Ende des Tages zeigt mir das Gerät, welche Fehlerquellen vorhanden sind. Ich glaube, so versteht man es auch am besten. Und das dann in der Kombination mit der, sag ich mal, Blutdiagnostik, richtig, also was dann später noch gemacht wird, ist dann... Genau, so kann man dann die Puzzleteile zusammensetzen und eine umfassende Diagnostik machen und somit auch tatsächlich die Ursachen der Beschwerden herausfinden. Die Messung dauert circa 8 bis 10 Minuten. Das ist Ihre Ruhezeit nochmal. Einfach ruhig liegen bleiben und genießen. Sören, hi. Grüß dich. Servus. Servus. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. So. Also, dann schauen wir mal. Du hast mir ja deine ganzen Sachen schon geschickt gehabt. Richtig. Ich habe es mir auch angeguckt, jetzt zum zweiten Mal. Mhm. Und mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Mhm. Ich habe auch nochmal neue mitgeschickt, ne? Vor ein paar Tagen. Ja, habe ich gesehen. Okay. Da sprechen wir jetzt gleich drüber. Okay. Also, das eine sind ja die Symptome, die du beschreibst, also was das Problem ist. Das zweite und das viel Wichtigere finde ich immer, das fragen die Patienten sehr gerne, wo wollen wir hin? Mhm. So, weil die eine Sache ist quasi, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir hin? Weil das, was du nachher als Patient ja sehen möchtest und wissen und fühlen möchtest, ist ja letztendlich das Endergebnis und da, wo wir hinwollen. Mhm. Die zweite große Frage ist immer, sollten Themen da sein, die sich nicht richtig einregulieren? Was hält das System quasi dysfunktional? Also was für Themen sind es, die das Problem quasi weiterhin bespielen? Mhm. So, das sind eigentlich die 2 großen Themen. Wenn wir die Symptome jetzt mal sehen, also wenn du sagst, die Symptome sind weg,
dann wäre ja hier zum Beispiel, also wenn man jetzt mal nimmt, da kümmern wir uns drum. Das hat ja seinen Hintergrund, das ist ja seit 2012 anscheinend immer noch reaktiv aktiv. Ja, war nach einer, habe ich auch reingeschrieben, nach einer Ja. Hast du wahrscheinlich schon häufiger erlebt, dass dann sowas auftaucht. Extrem. Das ist ja der Hauptgrund, das ist ja das Paradoxe. Du wirst es nicht glauben, aber es ist so. Zum einen lösen Allergien aus, also verschiedene, zum Beispiel FSME, Tetanus, Hepatitis und so weiter und so fort, weil da einfach Nickelsulfat und Aluminiumhydrochlorid und so drin ist. Zweitens, Desensibilisierungen, die ja eigentlich gegen Allergien sein sollten. Habe ich auch bekommen übrigens. Ist übrigens auch Quecksilber drin. Natürlich. Wusste ich gar nicht. Ja, Quecksilberacetat ist da drin. Das ist quasi ein sehr, sehr langer Ester. Das heißt, wenn du Quecksilberacetat abbekommst, dann hast du ein Problem, weil der baut sich nicht ab. Und das Schlimme ist ja, das bekommt, also so eine Hyposensibilisierung geht ja teilweise mehrere Jahre, glaube ich. 3 bis 5 Jahre. Das heißt, du bekommst quasi innerhalb von 3 bis 5 Jahren Quecksilberacetat. So, und jetzt haben die einfach Folgendes gemacht, die Hersteller. Das muss man einfach so sagen, die haben einfach die Bestimmungsgrenze für die Ingredienzien versetzt. So dass man es nicht mehr, so dass man es nicht mehr angeben muss. Und dann heißt es nachher im Endeffekt, ist nicht mehr drin. Aber das ist ja Quatsch. Da baut keiner irgendwelche Zusätze um, sondern das ist nach wie vor drin. Nur man hat die Bestimmungsgrenzen versetzt. Genauso wie man es einfach im Blut macht mit Hormone, wie man es im Blut macht mit Blutfette. Das heißt, man verändert einfach die Bestimmungsgrenze. Und man hat dann dementsprechend pharmazeutisch wieder Angriffspunkte. Ich zeige dir mal was. Ich male dir mal was auf. Große Zeichenstunde. Ja, pass auf. So. Das ist wichtig zum Verständnis. Gleich mal, wenn man jetzt hier spricht von Nebennierendysfunktion. Gehirn oben, gell? Schilddrüse eingebettet, Nebenschilddrüse. Nieren. Nebenniere, gell? Testikel. Beim Mann. Bei der Frau natürlich Gebärmutter und. So, und jetzt haben wir ja hier Hypothalamus, Hypophyse drin im Gehirn, also die Hirnanhangsdrüse. Und jetzt ist es ja so grundsätzlich, dass, wenn jetzt chronische Entzündungen, also ich schreibe es mal hin. Deine Schrift ist fast so schön wie meine. Ja. Geil, oder? Chronische Entzündungen da sind, also jetzt mal. Das ist das plakativste Beispiel. Und chronische Entzündungen gehen ja immer im Kontext zum Beispiel mit chronischen Intoxikationen. Ne? So. Dann haben wir jetzt eigentlich zwei grundlegende Themen, die letztendlich diese Kurve, also diese Achse, dauerhaft bespielen. Und zwar ist es so, haben wir hier drumherum chronische Entzündungsmediatoren, wie zum Beispiel TNF-Alpha oder sonst was, oder Interleukin 6, sagt er sicherlich was, dann ist es ja so, dass der Körper auf jeden Fall gegenregulieren muss. Das heißt, die wenigsten wissen, dass es nicht nur um Cortisol geht, warum hier nachher die Nebennierenschwäche diagnostiziert wird. Aus der Nebennierenrinde wird ausgeschüttet Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und DHEA. So, jetzt machen wir mal das Beispiel DHEA. Ne? Das ist das Dehydroepiandrosteron, ist ein sogenanntes pleiotropes Hormon. Das heißt, es bildet das, was es soll. Männliche Sexualhormone, weibliche Sexualhormone. Haben wir jetzt chronische Entzündungsmediatoren im Blut, Zytokine, dann wissen die wenigsten, dass der Mann und die Frau sehr viel Sexualhormone, vor allem Testosteron, produzieren muss, um Entzündungsmediatoren runterzufahren. Mehr als Cortisol. Okay. Und würdest du sagen, dass deswegen auch die Testosteronspiegel bei den Männern immer mehr abnehmen? Natürlich. Weil das erschöpft. Exakt. Ja. So, jetzt kommen wir wieder zur These, die ich dir schon mal gesagt habe im letzten Interview. Also, nehmen wir an, du hast jetzt hier einen hohen Sexualhormonausstoß, ne? Also Testosteron zum Beispiel, ne? Zack. Um Entzündungsmediatoren zu dämpfen. Parallel dazu Cortisol. Dann ist es so, dass du eine Zeit lang einen sehr hohen Testosteronspiegel logischerweise hast. Das beschreiben auch sehr viele. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist hier quasi die Überlegung, warum man hier immer von Nebennierenschwäche spricht. Dass irgendwann das Organ, sagen wir mal, sein Pulver quasi verschossen hat und nichts mehr gebildet werden kann. Aber das ist ja natürlich totaler Quatsch.
weil dieses Organ natürlich die ganze Zeit Hormone bildet. Außer es ist kaputt, das heißt, es ist autoimmun zersetzt. Aber das ist ja sehr selten nur der Fall. Das ist verschwindend gering. Und dann wäre es ja, glaube ich, ein grober Fehler, wenn man jetzt zum Beispiel Adaptogene oder so einnimmt, die Nebennieren noch mehr ankurbeln, oder? Weil die sind ja schon... Natürlich. Die Ursache ist ja woanders. Das Ding ist ja, das ist ja das Paradoxe. Die meisten sind ja in einem gewissen Zustand wired but tired. Also die sind erschöpft, aber innerlich unter Stress, unter Strom. So. Und da sollte man natürlich tunlichst den Fehler vermeiden, dass man jetzt sagt, okay, wir pushen jetzt die Nebenniere, weil das Problem wird sich ja verschlimmern. Und das Problem ist nicht der Ausstoß aus der Nebenniere, weder Testosteron, noch Cortisol, noch Adrenalin, noch Noradrenalin. Sondern das Problem ist, je mehr die Nebenniere ausschüttet an Moleküle, irgendwann bist du ganz voll damit, so, desto mehr gibt es ja ein Biofeedback, ein negatives Biofeedback zur hypothalamischen, hypophysären Bereich und dann bilden sich sogenannte Rezeptorenresistenzen. In allen Hormonen. Das heißt, die können nicht mehr richtig wirken. Die wirken nicht mehr. Das heißt, die Wirkung des Hormons wird quasi gemildert. Und jetzt kommt ja der nächste Punkt noch. Haben wir jetzt zum Beispiel viele Entzündungszeichen im Blut, haben wir das Problem, dass die Lebertätigkeit und vornehmlich das Albumin, das ist ein Bindeeiweiß, und aber auch das SHBG, sexualhormonbindendes Globulin, verändert sich. Das heißt, haben wir chronische Entzündungen, wird es oftmals der Fall sein, dass das SHBG sich erhöht. Und jetzt haben wir ein Problem. Testosteron vor allem oder Sexualhormone werden an Albumin und SHBG zu circa gleichen Teilen gebunden, mehr aber an Albumin. Der Rest, der nicht an Albumin gebunden ist, ist an SHBG gebunden und der Rest, der nicht an SHBG gebunden ist, das sind sogar 2-5%, sind frei. Und die frei verfüglichen sind eigentlich die, von denen man gemeint hat, die wirken dann im Endeffekt als Sexualhormon. So. Das ist das, was auch gemessen wird dann? Ja. Das ist das, was gemessen wird. Und jetzt kommt aber Folgendes, auch die These stimmt nicht, weil im Endeffekt ist es so, dass das SHBG, das sexualhormonbindende Globulin, der Transporter ist, um Testosteron überhaupt intrazellulär zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viel haben an SHBG, binden wir zu viel Testosteron ab und kriegen es nicht in die Zelle, haben wir zu wenig SHBG, kriegen wir es auch nicht in die Zelle, wenn wir keinen Transporter haben. Das heißt, die glorreiche Mitte ist immer die Mitte. Das heißt, wir brauchen ein optimales Verhältnis von Testosteron, Östradiol, SHBG, DHT und so weiter und so fort. So. Und wir müssen die ganzen Störfaktoren rausziehen, natürlich, die überhaupt diesen ganzen Prozess in Gang setzen. So. Das heißt, wir schauen immer, wie kriegt man maximal quasi die Achse wieder reorganisiert ohne Fremdhormon. So, und da müssen wir ganz viele Themen bespielen, die man sich in der Summe angucken muss, laborchemisch. Das heißt, dieser ganze Trend Testosterontherapie ist aus deiner Sicht zum Großteil macht gar keinen Sinn. TRT zum Beispiel, also Testosteron Replacement Therapie, macht dann Sinn, wenn wir quasi deine Biologie am Optimum haben. Und dann tut man es. Aber nur in speziellen Fällen, oder? Nur in speziellen Fällen, aber man kann es machen mit sehr guten Erfolgen. Aber das hat nur einen Erfolg, wenn quasi das Verhältnis zu Albumin, SHBG und so weiter und so fort stimmt. Und wenn die Basis nicht stimmt, dann kann ich damit noch viel Schaden anrichten. Man kann Schaden anrichten. Weil dann, sagen wir mal, bespielst du ja das Negativfeedback in hypothalamischen, hypophysären Bereich nach oben die ganze Zeit noch mehr. Das heißt, die Resistenzbildung wird ja stärker. Das heißt, selbst wenn du Testosteron verabreichst und spritzt zum Beispiel oder schmierst, geht quasi der Wert oder das Empfinden runter. Weil das Negativfeedback immer stärker wird. Bloß das weiß halt keiner von diesen Männer-Coaches oder Testosteron-Coaches. Ja, das ist ein Problem. Ja. Das Schlimme ist ja, dass selbst, sagen wir mal, Endokrinologen das nicht wissen. Da gibt es halt eine These und die wird aufgestellt und die wird quasi verfolgt. Wenn man sich das aber genau anguckt, dann sitzen ja hier vor mir ganz oft Männer, die nehmen Testosteroncremes, die nehmen Testosteronspritzen, die nehmen Progesteron, die nehmen DHEA und so weiter und so fort. Was sich aber zeigt, es verbessert sich nichts signifikant. Weder der Stoffwechsel,
Das heißt, die nehmen kein Gewicht ab und kein Fett, die nehmen eher zu. Die Haare fallen eher aus, anstatt dass sie kräftiger werden. Der Muskelaufbau ist auch nicht so prickelnd, die Libido und die Sexualität ist auch nicht der Knaller. Das heißt, irgendwas scheint ja an der These und an den Maßnahmen nicht zu funktionieren, weil das Endergebnis ist nicht optimal. Übrigens hatte ich hier bei Nebennierenschwäche eine gewisse Zeit dann Hydrocortisonen verschrieben bekommen. Wie viel? Das weiß ich nicht mehr, ist schon so lange her, aber da ging es mir auch ziemlich komisch. Ich hab dann ist logisch. Libido ging runter. Ja, logisch. Und ich habe viel mehr, also ich musste 5-mal am Tag eine große Mahlzeit essen, obwohl ich jetzt überhaupt nicht aktiv war. Ja, also ich hatte. Ist logisch. Weil, sagen wir mal, die Gluconeogenese sich verändert hat, das Albumin sich verändert hat, das SHBG sich verändert hat und im Endeffekt du wahrscheinlich viel mehr an Testosteron abgebunden hast. So. Und das muss man sich halt in Summe angucken. Also Hydrocortison macht nur dann Sinn, wenn man im Endeffekt wirklich eine faktische Nebenniereninsuffizienz hat. Wo das hier quasi alles nicht der Fall ist, was du geschrieben hast. Exakt. Ja. Und dieser Regelkreis ist extrem spannend, weil dieser Regelkreis massiv in das Empfinden eines Patienten eingreift. Und hier kann man ganz viele Untersuchungen machen. Das ist ja nicht nur Hormone. Hormone sind vergesellschaftet mit einem quantitativen Immunprofil, Lymphozytenphänotypisierung, Immunphänotypisierung, Immunfunktion, Interleukine, dann Neurotransmitter, Nebenniere. Das ist alles ein Komplex. Und übergeordnet müssen wir quasi testen Umweltgifte. Und das muss man alles quasi quantitativ und qualitativ richtig testen, weil sonst kriegst du kein gutes Ergebnis. Und jetzt haben wir ja hier zwischendrin da die Schilddrüse noch. Ja, ich glaube, das gefühlt könnte das auch ein Thema sein bei mir. Exakt. So. Und die Schilddrüse ist nie primär gestört. Das heißt, es gibt immer Ursachen dafür. Es gibt in der Achse eine Ursache, die die Schilddrüse dazu zwingt, sich entweder autoimmun zu verhalten oder sich zu vergrößern oder Zysten zu bilden, zu übersteuern oder zu unterfunktionieren. Das heißt auch, die ganzen Leute, die sich jetzt nur auf die Schilddrüse konzentrieren, gibt es ja auch einige Ärzte und Therapeuten. Natürlich. Und was würdest du sagen? Kommt man nicht so weit damit. Wenn man einfach mal biologisch überlegt, und das finde ich immer das Spannende, ich liebe es, Thesen zu widerlegen. Theorienkiller. Ja. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt das Organ extrahieren? Und wir arbeiten jetzt an dem Organ. Was passiert mit dem Rest? Was meinst du mit extrahieren? Also naja, wenn jetzt einer, oder wenn man hergehen würde und sagen würde, okay, wir sind jetzt Schilddrüsen spezialisiert und wir arbeiten jetzt da dran. Na, also ich denke, in der Gesamtsymptomatik wird sich jetzt nicht so viel verändern sozusagen, weil es vielleicht durch die andere dann noch ausgeglichen wird. Auch schon das. Aber was heißt es, wenn wir jetzt hier dran arbeiten, für die anderen Organe, für die Achse. Die müssen vielleicht irgendwie gegenregulieren? Natürlich. Und was könnte das unter Umständen bedeuten? Na, noch also weitere oder schlimmere Symptomatik? Ja. Oder dass die noch mehr aus dem Gleichgewicht kommen? Genau. Und das sehen wir ganz oft bei Patientinnen und Patienten, die quasi Schilddrüsenhormone zum Beispiel kriegen. So, Schilddrüsenhormone sind ganz arg wichtig, vor allem das T3 für auch wieder die Sexualhormonbildung hier. Aber die Frage ist ja im Endeffekt schon wieder, warum übersteuert oder untersteuert quasi die Schilddrüse? Diese Frage muss beantwortet werden. Und die liegt ja verborgen in der Achse. Und zu dieser Achse gehört signifikant das Darmgeflecht. Sowohl nerval, als auch bakteriell, als auch über die Schleimhaut und Immunität. Das heißt, hier drin spielt sich quasi ein Themengebiet hoch und runter über die Autobahn Rückenmark. So, und da sehen wir ganz viele Schilddrüsenthemen. Deshalb sollte man immer, wenn man diese Achse betrachtet, 100% immer den Darm mit sich anschauen. Aber das tust du ja eh. Ja. Da bist du ja schon gut dabei. Das heißt aber, sagen wir mal, die Leute, die sich jetzt ein bisschen auf den Darm konzentrieren, die machen schon mal, machen keinen Fehler. Ja. Weil dadurch die anderen Sachen. Exakt. Mitbehandelt. Das wäre schon mal sehr, sehr gut und ist auch signifikant wichtig. Nur man darf, ganz arg wichtig, der Körper, egal was man macht, ist ein Orchester. Wir können nicht mit Solisten spielen. Das heißt, wenn ein Orchester spielen soll, dann klingt es nur gut, wenn jeder das spielt, was er soll.
Ist auch bei den Nährstoffen so, ne? Also natürlich. Ich kann jetzt nicht nur Vitamin D hochschrauben. Gilt nicht. Und den Rest von Atlas. Du kannst auch nicht nur Magnesium nehmen, wobei das nur das weniger Schlimmste wäre. Das ist wahrscheinlich das Einzige, wo man wirklich sagen kann, okay, Magnesium kannst du wirklich richtig reinpumpen, bis zum wie mit der Gießkanne. Aber sonst ist es tatsächlich so, der Organismus und so ist auch quasi unsere Diagnostik aufgebaut und nachher aber auch die Therapie. Wir überlegen immer, wie spielt nachher das Orchester wieder miteinander. Nicht, was hat der Mensch für ein Problem. Weil das Problem gibt es ja nicht mehr, wenn das Orchester wieder spielt. Richtig. Und den Ansatz verfolgen aber ganz arg viele. Was man aber sieht, das muss man einfach so sagen, sowohl die Ärzteschaft als auch die Naturheilkunde verfolgen das inkonsequent. Weil einfach Thesen die ganze Zeit bestätigt werden wollen. Und ich glaube, es ist sinnvoller, Thesen zu widerlegen und zu sagen, wie funktioniert es denn tatsächlich nachher für den Mensch, der vor einem sitzt? Ja, vor allem wahrscheinlich, also manche hatten dann halt Erfolge mit ihren Ansätzen oder Thesen und dann verfolgen sie es natürlich halt weiter, aber wenn es nicht funktioniert. Und eigentlich sollte man ja, die Wissenschaft lebt ja nicht davon, eine These zu bestätigen, sondern eigentlich die zu widerlegen. Und ich finde halt wichtig, und den Fehler darf man nicht machen, und das passiert aber sehr oft, wenn zum Beispiel jemand über ein Regime ein paar Mal Recht hatte, dann passiert folgendes Phänomen, dass man versucht, Patienten quasi in das Phänomen reinzudrücken. Ja, man sagt ja auch, der mit dem Hammer gut ist, denkt, alles ist ein Nagel. Exakt. Und haut dann immer zu. So ist es. Und das finde ich das Spannende, genau das nicht zu tun. Und das ist eine Überlegung, die bringe ich auch meinen Therapeuten die ganze Zeit bei, zu sagen, okay, wir versuchen erst einmal, eine neue These aufzustellen und das Optimum aus der Person, die da hockt, rauszuholen. Mhm. Und das ist eine extrem spannende Reise. Mhm. Vor allem, und das ist ja bei mir das Gute, die Leute, die kommen ja hierher, die waren schon ziemlich viel unterwegs. Mhm. Und da macht es richtig Spaß, weil dann kann man sehen, okay, wo können wir nochmal wirklich hingucken oder optimieren. Mhm. Und da gibt es ja diese Nuancen, und deshalb ist ja der Körper so aufgebaut, wo man wirklich in Summe nicht Einzelwerte sich anguckt, das bringt auch überhaupt nichts, das zu diagnostizieren, Einzelparameter. Es bringt nichts, Hormone zu nehmen im Blut, wenn du die Speichelhormone nicht dazu hast. Es bringt auch nichts, Speichel- und Bluthormone zu machen, wenn du die Neurotransmitter nicht dazu hast. Es bringt auch nichts, die Neurotransmitter, Speichelhormone und Bluthormone zu machen, wenn du den Darm nicht dazu testest. Und so geht es gerade weiter. Das heißt, wir können nur ein Pattern erzeugen für den Mensch, wenn wir alles wissen. So, und dann gibt es quasi irgendwann eine Schlussfolgerung aus, okay, das hat sich verändert dahin, weil das, und wir müssen das machen, dass sich das verändert. Und wenn sich das verändert, verändert sich das. So, und das ist quasi unsere Aufgabe, das herauszufinden, bis zum nächsten Besprechungstermin. Und dem Patient sagt man dann quasi den Fahrplan. Jetzt hast du ja hier schon einiges auch gemacht. Da ist ja aufgeschrieben, Hydrocortison, bioidentisches DHEA. Ne? Aber das ist schon so 2018 oder so. Mhm. Das letzte DHEA hatte ich schon vergessen. Mhm. Aber es kann auch sein, dass da noch was anderes dabei war. Bei dem, was denn? Das müsste ich noch mal gucken am Computer. Können sein noch Estradiol vielleicht? Mhm. Also ja. Also ich habe schon sehr, sehr viel gemacht. Auch schon sehr viel Schwermetallinfusionen. Ja. Ja. Wie ist jetzt die Ausscheidungsquantität gewesen zuletzt im Mobilisationstest? Ich habe es nicht mehr im Kopf, müsste ich gucken, aber da kam auf jeden Fall, also sowohl beim ersten Messung als bei der 10., bei der 20. und auch bei der 25. oder so, waren immer noch große Mengen drin. Das heißt, ist es gestiegen? Es war, glaube ich, zwischendurch sogar mal mehr und dann mal weniger, aber es kamen immer noch große Mengen raus. Hast du es mal gemacht mit hochfrequenten Wechselfeldern, also dass man wirklich Impulse schießt ins Gewebe? Mhm. Das ist ja das, was wir machen. Also wir hängen dich nachher an ein Gerät, da wirst du angeschlossen. Das dann halt auch aus den tiefen Geweben, exakt, oder wo es schwieriger rauskommt. So ist es, weil Gifte sind ja immer lipophil. Ja. Also was bei mir zum Beispiel immer hoch ist, ist Arsen. Ja. Quecksilber hatte ich auch hoch. Ja. Blei, weil ich aber früher als Kind habe ich sehr viel geangelt. Und es gibt ja, man macht ja so Blei auf der Schnur fest, auf der Angelschnur. Ja. Man kann es entweder mit einer Zange machen. Ja. Mein Vater hat es mir aber immer gezeigt, ja, kann es einfach draufgreifen. und dann ausspucken. Geil. Und deshalb, so habe ich mich quasi schon von klein vergiftet auf mit Blei vergiftet. Ja, das ist extrem. Ja, aber das ist extrem, ja. 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 Und da ist es ja so, dass im Endeffekt, das malen wir auch nochmal auf.
So. Wir haben ja, wenn man einen Schwermetalltest macht, haben wir quasi Probe 1. Mhm. Das ist quasi die Baseline. Also da wird quasi ermittelt, okay, der Mensch hat in sich drin Arsen, Quecksilber, Aluminium, blablabla. Ja, aber wir wissen ja sozusagen dann nicht, also kommt das raus, weil er es ausscheiden kann oder ist vielleicht noch viel, viel mehr drin. So, und jetzt, das ist eigentlich opportunistisch. Mhm. Muss sein. Mhm. Der interessante Test ist im Endeffekt P2. Wenn wir jetzt quasi sehen, und jetzt muss folgendes Phänomen passieren, wenn wir den zweiten Test machen, nach zum Beispiel 5 bis 10 Entgiftungen, muss ja Lege Artis mehr rauskommen zu hier, im Urin. Mhm. Das heißt, hier muss quasi der Wert ansteigen. Mhm. Tut er das nicht, stimmt was nicht. Mhm. Das kann ja nicht sein. Und dann ist es in der Regel so, dass je nach Vergiftungszustand oder je nach Belastungsgrad im Endeffekt es ein P3 gibt, ein P4, ein P5, bis dann die Werte fallen. P ist Probe, ja? Probe. Ja. Ja. So, und jetzt kommt's. Umwelttoxikologisch ist es totaler Nonsens, zu sagen, wir machen 1 oder 2 Proben. Eine Entgiftung auf Schwermetalle dauert mindestens 30 bis 100 Entgiftungen. Per Infusion. Infusion. So. Auch wenn jemand nur, sagen wir mal, kleinere Symptome hat oder kleinere. Scheißegal. Okay, weil einfach, es kommen nicht so große Mengen raus, es kommt ja sowas raus, aber nicht. Es kommt was raus und dann ist ja der Körper nicht immer gleich von der Beschaffenheit. Mhm. Das heißt, er gibt auch nicht immer gleich viel ab. Und dann ist es ja so, das haben wir ja gerade hier schon besprochen: Albumin, SHBG. Und zum Beispiel der Ferritintransporter, also da, wo es eigentlich das Eisen transportiert wird und so weiter und so fort. Wir brauchen ja Transportproteine, um das Zeug überhaupt zu den Ausscheidungsorganen zu transportieren, um nachher auszuscheiden. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel durch eine Hormontherapie, die man avisiert hat und veranschlagt hat, also man gibt jemand Östradiol, man gibt jemand Testosteron, man gibt jemand DHEA und die Transportproteine sind besetzt. Was würdest du dann sagen, passiert mit den Schwermetallen? Na, die können nicht so gut ausgeschieden werden. Exakt. Wie sollte man also vorgehen? Na, die Schwermetalle rausnehmen. Um dann später? Dann zu messen nochmal und dann kann man ja noch nachjustieren sozusagen. Ja, und dann könnte man eine Hormontherapie machen. Ja, so. Aber es kann ja auch sein, dass es sich alleine reguliert, weil die Störfaktoren rausgenommen wurden. Exakt. Deswegen gucken wir auch später noch. Ja. Und dann gibt es ja diese These, ich weiß nicht, ob du die kennst, dass zum Beispiel Sexualhormone die Toxizität von Quecksilber erhöhen. Ja, kenne ich die These. So, woher kommt es? Weil also autistische Kinder sozusagen, oder dass die Jungen irgendwie viermal so häufig betroffen sind wie die Mädchen. Ja. Und bei den Jungen ist halt Testosteron höher genau als bei den Mädchen. Und jetzt kommt genau das, was wir gerade geschwätzt haben. Noch einmal, Schwermetalle und Intoxikationen sind lipophil gebunden, das heißt im Fettgewebe. Mhm. Da und da, hier oben drin und im Rückenmark. Mhm. Und jetzt ist es so, wir brauchen quasi, wenn wir das mobilisieren, Transportproteine, Transportmoleküle, dass es ausscheidbar ist, wenn es dann wasserlöslich gemacht wurde. Mhm. So. Haben wir jetzt viel Sexualhormone, sind diese Transporter natürlich oftmals besetzt mit dem Sexualhormon. Mhm. Wir kriegen dann dementsprechend die Gifte weniger raus, weil irgendwo muss ja der Transporter hat seine Kapazität irgendwann erreicht. Mhm. So. Und das ist genau das, das sieht man bei den Jungs, das sieht man aber auch bei den Erwachsenen, die quasi eine Hormonersatztherapie bekommen, dass eben die Transporter besetzt sind. Mhm. Und wenn die Transporter besetzt sind, kriegen wir die Gifte nicht mehr raus, wenn wir sie nicht mehr zum Ausscheidungsorgan transportieren können. Mhm. Und das ist der Punkt, warum dann oftmals, sagen wir mal, unter Hormontherapie eine Entgiftung noch länger dauert. Mhm. Ja, so macht Sinn. Und das ist beim Mann noch einmal anders wie bei der Frau. Mhm. Logischerweise. Wir haben hier Folgendes gemacht. Wir haben hier Hormone gegeben in Form von Hydrocortisol, gell? Und wir haben auch Hormone gegeben in Form von DHEA. Mhm. Zu dieser Zeit war mit Sicherheit, logischerweise, die Entgiftungstätigkeit beschränkt. Mhm. Geht gar nicht anders. Aber dann wurde damals wahrscheinlich ein Fehler gemacht, weil das lief, ich glaube, auch in der Zeit, wo ich wöchentlich 1-2... Infusion. So, das hat sich ja quasi gegenseitig boykottiert. Mhm. So.
Und wenn man das weiß, dann tut man das natürlich nicht, sondern fängt quasi an zu sagen, wie können wir Bio-Optimization machen, bis du am absoluten Maximum bist. Mhm. Und dann wird quasi über Fremdhormone oder sonstiges optimiert. Mhm. So. Das ist wichtig. Du hast also bis 2012 im Endeffekt. Ja. Alles, was empfohlen wird. Sehr viel in dich reingepumpt. Ich habe leider mein verloren, also mein Portemonnaie wurde mal geklaut und da war der drin. So. Und das ist ja hier danach Gesundheit, das ist das, was du gesagt hast, dass du dann fast gar nichts mehr konntest. Ja. Und da warst du ja eigentlich ziemlich gut beieinander. Ich habe ja Sport studiert und war auch sehr fit, sehr leistungsfähig und dann nach dieser Impfung dann Allergien und immer wieder Infekte, so alle 2 Wochen so. Und ich konnte dann bin dann gar nicht mehr so hochgekommen sozusagen, sondern ich war immer so, okay, wenn ich anfange, dann wäre ich direkt wieder krank. Sozusagen. Damals kannte ich ja also die ganzen Zusammenhänge noch nicht. Oder? Mhm. Genau. Und dann wurde es nochmal, noch ein wichtiger Punkt, das habe ich glaube ich auch reingeschrieben, war, mir hat dann irgendjemand gesagt, ja, mach dir die Amalgamfüllung raus. Ja. Dann habe ich es machen lassen, auch mit Kofferdamm. Mir wurde gesagt, achte drauf, ist ja schon mal gut. Aber ich glaube, die ganzen anderen Sachen wurden nicht beachtet. Und danach hat mein Gehirn überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, das ist ja der Klassiker. Und mein Darm war richtig zerfetzt, glaube ich, weil bei vielen Sachen, die ich gegessen habe, hatte ich danach so Schmerzen und Krämpfe, konnte ich mich nur noch ins Bett legen. Also meine These ist es jetzt auch da wieder, dass trotz Kofferdamm sehr viel rauskommt. Sehr viel in den Organismus kommt. Genau, ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist ja sowas von hochtourig, der Bohrer, selbst wenn du eine niedrig drehende Turbine nimmst. Ja. Also da gibt es ja eine hochdrehende Turbine und eine niedrig drehende Turbine, da wird es nicht ganz so heiß, aber der Aggregatzustand verändert sich trotzdem absurd. Ja. Das heißt, du kriegst, ob du willst oder nicht, wenn du nicht so ein Rohr hast zum Absaugen und selbst dann und Sauerstoff und was weiß ich was, kriegt man natürlich diese Partikel in Organismus. So. Ja, also das war... Da kommst du gar nicht drum rum. Ja, also die kannte sich auf jeden Fall nicht mit der Thematik aus, hat wahrscheinlich, sie war auch eine relativ junge Zahnärztin und hat dann wahrscheinlich Kofferdamm verwendet, weil das so cool ist sozusagen. Genau. Und dann die Ärztin, die mir das empfohlen hat, also das mir rausnehmen zu lassen, hat er gesagt, achte auf Kofferdamm, aber sonst nichts. Mhm. Und dann komm danach zu mir in die Praxis und dann habe ich noch eine Selene-Infusion bekommen. Um halt wahrscheinlich das Quecksilber ein bisschen... Ja, natürlich. Aber es war nicht ganz zu Ende gedacht, sage ich mal. Vorsichtig. Ja, okay. Das ist schon wie bei mir, als damals der Zahnarzt dann gesagt hat, wo ich den Muckel runtergeschluckt habe mit dem Quecksilber, als der mir das rausgebracht hat, das macht nichts, das scheidet sie wieder aus. Das kacket sie wieder aus. Scheiße. Okay, also so haben wir uns quasi vergiftet. Ja, also wir werden uns jetzt anschauen, gleich erst einmal deine Messung. Hast du die GD schon mal gemacht, oder, vorher? Ich weiß nicht, also ich habe schon ähnliche Geräte gemacht. Ja. Es kann auch sein, dass ich das bei der ersten Ärztin in Leipzig, wo ich war, schon mal gemacht hast. Ja, also wenn es das gleiche Gerät ist, dann habe ich das bestimmt 5-6 Mal gemacht. Okay. Also jetzt immer wieder... Also wichtig, was macht's GD? GD ist quasi für mich, ich arbeite schon jetzt über 12 Jahre damit, ein geniales Gerät und das stimmt tatsächlich auch überein, was man nachher im Labor sieht. Mhm. Also das ist kein Humbug und das ist auch kein Artefakt und kein Fake, sondern ich finde es genial. Mir gibt es einen sehr guten Überblick darüber, wie ist der Organismus quasi momentan beieinander. Mhm. Und zwar über Amplituden. Wir haben ja quasi... Der Organismus besteht aus Atomen, plus minus geladene Atome. Das heißt, wir können im Endeffekt wie beim EKG Kurven messen. Mhm. Deshalb gibt es ja beim EKG die klassischen Kurven. Mhm. Beim EEG, also wenn man das Hirn misst, haben wir ja auch Alpha, Beta, Gamma, Theta Wellen, wo man sieht. Und sagen wir mal, genau dasselbe tun wir hier mit allen Organsystemen, bis hin zum Bindegewebe. Bis hin zum Zwischenraum, wo quasi lymphatisch ein gewisser Widerstand stattfinden muss. Also wir sind ja ein elektrisches Monopol. Bedeutet, wir messen jetzt quasi deine Kurven, das misst 10 Minuten, und wir gleichen quasi Normkurven, die tausendfach hinterlegt sind, aus allen Patienten, die man jemals gemessen hat, gleicht man quasi deine Kurve ab. Mhm. Und sagen wir mal, wo deine Kurve prozentual viel zu weit abweicht von allen Normkurven, die man so hat, da stimmt dann was nicht. Und es gibt mir einen super guten, sagen wir mal, State of the Art, um zu sagen, was müssen wir im Labor quasi anschauen. Mhm. Jetzt gucken wir mal die Messungen. Mhm. Gut. Bin ich gespannt. Soll ich mitkommen? Ja, klar.
So, gibt es noch andere ähnliche Programme oder ist das schon so das bekannteste? Nein, es gibt ja zum Beispiel das Omeron und so weiter und so fort. Hast du sicherlich schon gehört? Ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß, weil ich noch nicht so tief drin in der Materie. Das, was viele wissen oder viele kennen, ist zum Beispiel die Elektroakupunktur. Nach voll? Ja. So, das begründet alles auf einer ähnlichen Thematik. Nur das ist halt jetzt wirklich Bioenergetik, weil, sagen wir mal, wir haben die Technik hier drin von EEG, von EKG und einfach von Funktionalität plus minus. Mhm. Also ein elektrischer Computer, der quasi deine Spannungsverhältnisse misst. Mhm. So. Und jetzt ist es ja so, der Organismus besteht quasi aus drei Ebenen. Das ist die Biomechanik, die Biochemie und die Bioenergetik. Und die drei müssen wir uns angucken. Mhm. Und sagen wir mal, im Testverfahren, und so arbeiten wir nachher aber auch in der Therapie, machen wir natürlich auch Therapie im bioenergetischen Bereich, nicht nur im biochemischen und biomechanischen Bereich. Mhm. So. Und wenn eines dieser drei Dinge fehlt, wird es nichts. Das ist 1000%ig sicher. Oder ist begrenzt. Ist halt begrenzt. Man kann schon einiges erreichen. Beim Chroniker, wenn wir von Chronikern sprechen, muss alles zusammen gemacht werden. Die Ausgangslage, wie du da stehst und wie du daherkommst, ist recht gut. Wir sehen. Ich habe die letzte Nacht, das habe ich auch der Kollegin gesagt, die es gemessen hat, habe ich im Vergleich zu sonst extrem schlecht geschlafen. Ja. Viel kürzer und viel. Aber tut dir nichts ab. Okay. Sieht ganz gut aus. Ja. Du siehst jetzt mal hier Folgendes. Die Regulationskompetenz, das ist für mich immer extrem wichtig, bist bei über 50%, bei 60%, das liegt jetzt an deinem Schlaf. Ich schätze mal, wenn du gut geschlafen hättest, wäre bei 70, 75 und das wäre ein gesunder Wert. So. Was ist, wenn es 100 ist? Gibt es nicht. Okay, was ist, wenn es 90 ist? Gut, dann ist top. Also je höher, desto besser. Je höher die Regulationskompetenz vom Organismus, desto besser natürlich. Ja. Und jetzt müssen wir das quasi im Zusammenschau sehen mit der Behandlungsbelastbarkeit. Das ist für die Chroniker ganz wichtig. Das heißt, wenn ich hier einen Mensch habe, der zum Beispiel eine Behandlungsbelastbarkeit von 5-10% hat, da kann ich jetzt nicht herkommen und dem 450 Milligramm NADH geben, weil sonst liegt der mir 2 Wochen im Bett und hat Fieber. Ja. Verstehst? Und dann sind aber meistens diese Kurven auch ziemlich reduziert. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Krebs hat oder sonst was, dann sehen wir hier Werte zwischen 5 und 15. Also ziemlich regulatorischer Marsch. Und wenn es vielleicht schon, wenn es ein bisschen höher ist, dann könnte es aber ein Zeichen dafür sein, also wenn es jetzt bei 30 ist oder so, dass es ein Krebsgeschehen bald kommen könnte. Dass es jetzt auf jeden Fall gerade anstrengend wird. So. Und je mehr Messungen wir mit einem Patienten oder einer Patientin haben, desto signifikanter genauer wird es. Das heißt, jetzt haben wir ja eine Baseline-Messung. Wenn wir jetzt von dir mal 4, 5, 6 Messungen haben, dann wird es immer spitzer. Und das, dann wird es sehr interessant und genial, weil wir können nämlich über dieses Ding auch therapeutische Impulse reingeben, um quasi eine Umkehr zu machen. Also eine Amplitudenumkehr. Über das Gerät sozusagen. Über das Gerät. Anhand der Werte kann es. Anhand der Werte. Das ist so genial. Sozusagen. Gestern Abend zum Beispiel bin ich daheim, ich habe das Gerät auch daheim, das habe ich mir gegönnt, bin ich eine Stunde wieder auf meinem Sofa gelegen und habe quasi mir wieder eine schöne Therapie laufen lassen. Und dann musst du dir das vorstellen, eine Kurve, eine Amplitude, die total übersteuert ist, geht das Gerät nachher her und nivelliert es auf Null, indem es genau dieselbe Frequenz ins Minus macht, sodass wieder bei Null rauskommt. Und das ist genial. Und das kombinieren wir ganz oft mit IV. Und jetzt siehst du mal hier, beteiligt ist das gesamtlymphatische System. Dann beteiligt ist der Darm logischerweise, Niere, Blase logischerweise. Und jetzt siehst du mal, dein Herzmuskel und der Magen reagiert, das ist jetzt eine These, die stelle ich jetzt gerade auf deine Zwerchfellspannung. Weil der Zwerchfell, sagen wir mal 100%, das teste ich gleich, zu tief oder zu hoch steht. Atmest du flach? Machst du Meditation? Ich mache schon Atemübungen seit ein paar Monaten. Sehr gut. So, ich sage mal so, das Original, Wim Hof. Wim Hof, aber davon, also Tummo nennt sich das. Also er hat das eigentlich von dort rausgenommen sozusagen. Ja. Ich habe es bei dem Opitz gelernt. Ja, Christian. Ja. Bei Glutationssystem steht keine Hinweise. Kann es auch daran liegen, dass ich die letzten Monate so 2, 3 Flaschen liposomales Glutation. Exakt. Das sieht sehr gut aus. Das heißt, du hast jetzt vom Thiolpool da drin in der Leber kein signifikantes Problem. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, eine Infusion hatte ich auch bekommen in München, Glutation. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das wird jetzt also auch keinen Sinn machen, da wieder drin rumzumachen. Was eher ein Thema ist, ist die Membranfunktion.
Das heißt, es ist dieser Lipid-Exchange. Phospholipide. Phospholipide. Habe ich zwar auch eine Infusion bekommen. Wie oft? Ich glaube zweimal, also an zwei Tagen hintereinander. Ja. Und auch schon ein paar Flaschen Body Bio geleert. Body Bio, ja. Und auch sehr viel Rohmilchbutter und Eigelb gegessen. Gut, aber die Butter aus Österreich. Ja, scheint noch nicht auszureichen. Das reicht noch nicht. Ja. Sagen wir mal, Phospholipide, IV, gleiches Thema, sehen wir bei allen. Wie bei der Gelatierung, 20, 30, 40 Sitzungen. Das sind jetzt immer relativ hohe Zahlen. Ja. Vor 30, 40 Jahren wären vielleicht nur 10 dann notwendig gewesen. Ja klar, du, das, die Last ja. ist ja exorbitant. Ja. Allein schon nur die Last über magnetische Felder nimmt ja massiv zu. Das heißt, unsere Membranfunktion wird ja zerschossen jeden Tag, egal wo wir sind, außer bei dir im Holzhaus. Du läufst einmal durch die Stadt, sind ja deine Membrane quasi am Arsch. Also du musst ja sehr viel Aufwand betreiben als Organismus, um quasi Neurogenese zu betreiben. Und das ist Fakt, das ist signifikant. Das heißt, natürlich, also wir brauchen jetzt, wenn ein Patient kommt, also ich kann halt nur von denen sprechen, die ich hier sehe, einen extremen Aufwand, um die wieder wirklich on top zu kriegen. So. Jetzt kommen wir da in die Achsen. Das finde ich immer auch höchst spannend. Du siehst es ja jetzt, dass vor allem diese Reorganisationsachse vom Oberstübchen, das ist quasi in Bezug zum limbischen System, dann kommt das temporomandibuläre Gelenk, dann kommt dein Diaphragma, das habe ich dir gerade gesagt, und dann kommt der Beckenboden. Das ist eine Achse, die schauen wir uns jetzt osteopathisch gleich an. Dann siehst du hier das Mitochondrium, quasi Bezug nehmend auf den Übergang von zervikalen, thorakalen Übergang. Und mit deinem Herz hast du manchmal Herzstolperer, Brustenge, Atembeschwerden, sonst was? Nie? Vielleicht manchmal so ein leichtes Ziehen, aber das war. Wann zuletzt EKG gemacht? Weiß ich nicht. Schon ewig? Keine Ahnung. Machen wir nachher eins. Nebennierenfunktion heißt nicht, dass die Nebenniere kaputt ist oder ein Problem hat, sondern das ist genau das, was wir vorher in der Achse. Also grün heißt ja immer quasi gut. Gut. Und zwei heißt so, ist ein Thema. Zwei ist ein Thema. Ja. Vagusast zum Beispiel, der kommt ja hier oben raus. Da sieht man jetzt schon, du hast höchstwahrscheinlich ein Kopfgelenksstörung. Ja, ich gehe davon aus, weil ich da auch immer so Verspannung habe und schon ein paar Schläge drauf bekommen habe. Also beim Sport? Ja, genau. Oder mal so Belastung. Ich merke es auch, wenn ich so, ich mache ja auch Krafttraining, wenn ich dann mit meine 95 Kilo Kniebeuge mache, obwohl es nicht da aufliegt, aber ja, es liegt dann, ja hier, aber trotzdem. Danach ist so ein bisschen, bin ich ein bisschen verschoben sozusagen. Okay. Wie oft machst du es? Speziell jetzt die Kniebeugen? Ja. Ein, zweimal die Woche. Okay. Wir schauen. Jetzt sieht man hier vegetative Adaptionsfähigkeit, Herzratenvariabilitätsmessung schon gehört? Ja. Gut. Das ist quasi hier inhärent. Vegetative Adaptionsfähigkeit zeigt uns genau an, wo steht im Liegen das Vegetativum. Und deine Tendenz ist zur Sympathikusaktivierung. Also eher im aktiven Stress. Stressbereich. Ja. So. Und hier haben wir eine subklinische Gerinnungsstörung. Das heißt, du hast keine Gerinnungsstörung, aber eine subklinische. Das heißt, es ist auf dem Weg dorthin. So, und da muss man danach gucken, das machen auch wieder chronische Entzündungen, chronische Intoxikationen und vor allem Hormonthemen machen das. Wenn das Verhältnis von Testosteron zu Östradiol zum Beispiel nicht stimmt, dann kriegen wir subklinische Gerinnungsstörungen. So, jetzt gucken wir doch mal nach den Frequenzen, was Erreger angeht. Jetzt pass auf. Ah, das wird auch alles gemessen? Ja. Sehr toll. Das ist richtig geil. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das heißt jetzt Zöliakie, heißt nicht, dass du Zöliakie hast, aber ich sehe hier dran, du verträgst überhaupt kein Gluten. Also esse ich auch, wenn dann nur, wenn ich mal so unterwegs bin und irgendwo eingeladen bin, aber ansonsten esse ich das nicht. So, und jetzt sieht man hier zum Beispiel, pass mal auf, Clostridien hatte ich mal. Coxiella brunetti, das ist sowas, was die Wanderröte auch machen würde. Mykobakterien-Tuberkulosis haben wir mit 10%, das ist eher chronifiziert. Und da sieht man hier zum Beispiel der Hirnstamm im ZNS, den müssen wir auch auf jeden Fall gucken, dass man den stabilisiert kriegt. So, jetzt gucken wir mal nach deinem Kopfgelenk. Leg den mal her. Wenn du jetzt so liegst, wo spürst du Zug, Druck, unangenehmes Gefühl?
Nacken. Dachte ich mir. Wenn ich das wegnehme, wird es vielleicht ein bisschen weniger werden. Ja, das probieren wir jetzt. Achtung. Warte, jetzt, ja. Ja, ist weniger, aber trotzdem, also gut. Ich weiß, dass es so ein Schwachpunkt ist. So, und man sieht ja jetzt auch schon in deiner Posturologie, dass A, im Endeffekt die Hüfte ziemlich außenrotiert ist, rechts. Ja. B, du die Knie nicht ganz durchgestreckt kriegst, weil du hier maßgeblich Stress drin hast. Ja, ich denke, es hat auch mit, ich habe sehr lang Fußball gespielt früher. Auch das, aber ich sehe jetzt hier an deinem Daumen schon Druck. Mechanisch, jetzt sind wir in der Biochemie und in der Biomechanik, dass du hier in dem Bereich brutal viel Druck drauf hast. Ja, das ist, also das habe ich, wenn so Stress ist, sage ich mal. Also ich merke auch, es ist fest, hier. Ohne dass du drückst. Ja. Ist aber nicht unbedingt der, sag ich mal, Normalzustand. Ja. War, glaube ich, heute war ein bisschen besonderer Tag. Und jetzt sieht man halt eindeutig, sagen wir mal, hier das ganze System, hier ist ja zum Beispiel eingebettet L2 Höhe Nebenniere. Das heißt, wenn man nicht so gut geschlafen hat, wenn man ein bisschen was vorhat, ein besonderer Tag und so weiter und so fort, dann ist es so, dass auch mit der Resistenz, also mit der Rezeptorenresistenz, der ganze Apparat von der Nebenniere mehr arbeitet als sonst. Das heißt, es vergrößert sich auch etwas. Mhm. Ne? Und der ganze Hormonapparat hier wird auch anders. Und dann gibt es ganz oft auch hier drin den Druck. Mhm. Hier, guck. Ja. Und dann reagiert auch der Hüftbeuger. Ja. So, jetzt gucken wir mal nach dem Kopfgelenk. Okay. Attenzione, locker. Ja, spürst du schon? Das ist der C2er. Spürst du den, wenn ich drücke? Ja. Siehst du? Der sitzt nicht. Den spürst du auch hier? Ja. C3, C4. Und hier? Da ist die erste Rippe, die hängt auch da. Locker. Kiefergelenk öffnen. Zu. Auf. Zähne zeigen. Auf. Du preschst. Das müsstest du spüren hier. Gell? Das müsstest du spüren. Das ist die Feix-Cerebri, die man hier stimulieren kann. Das ist quasi eine Struktur, die ins Gehirn geht. Und du siehst mal. Schon lange nicht mehr so jemand an den Ohren gezogen. Ja, guck mal, extrem, oder? Ja. So. Jetzt spürst du es. Da ist ordentlich Dampf drauf, oder? Auf jeden Fall, ja. Aber Kopfweh oder so hast du nie? Nee. So. Nur manchmal nach großen körperlichen Belastungen, wenn ich schwere Gewichte hebe. Ja. Dann. So, manchmal ist es so, dass ich ein paar Stunden danach mich nicht so gut konzentrieren kann. Und ich merke auch, dass es dann quasi so von Zumacht. Dort nach oben zieht. Rein von der Hämodynamik, also von der Durchblutung, weißt du? So, jetzt gehe ich mal hierher und teste das. Da ist richtig viel Dampf drauf. Brutal. Und da auch, gell? So, jetzt drücken wir mal hier. Einatmen. Aus. Ja. Zu, ne? Ein. Aus. Oh ja. Deutlich, oder? Ja. Ganz locker. Ich teste mal alles durch, wie das funktioniert, das Köpflein. Zack, hast du gemerkt? Ja. Der schweigt jetzt schon wieder. Locker. Oh. Zack. Sitzt. Ja. Oh. Jetzt fährt dein Vegetativum gleich richtig hin. Geil, oder? Ja. Jetzt wird es gleich besser. Was sagst du eigentlich zu der Kritik, dass, sag ich mal, Leute, die es jetzt einfach nur so einrenken? Na, das ist gefährlich. Das war jetzt kein klassisches Einrenken. Nee, das ist eine HVLA-Technik, okay. Also High Velocity, Low Amplitude. Das heißt, wir gehen quasi eine gefühlt, das muss man spüren, eine Grenze. Ja. Und dann kann man nichts mehr falsch machen, weil das ist nur ein Mini-Impuls. Weil wenn man es so. Wenn du jetzt halt von einer Seite zur anderen reichst oder was weiß ich, dann kannst du ja so weit gehen, dass du die Hirnhäute einreichst. Das kann quasi bei solchen Techniken gar nicht passieren. Ja. Und das ist eine sehr sichere Methode. Und da hast du auch gar nicht das Problem, dass du, wenn du das so oft machst, das Gelenk auslottert oder was. Genau, das wollte ich sagen. Ausleiern müsste ich. Ja. Oh. Jetzt wird schon besser. Ja. Guck mal. Brauche ich keine Infusion mehr. Spürst du das? Ja. Ist extrem.
Sofort locker. Ja. Krass. Und das ist das Vegetativum, das wir jetzt gesehen haben, dass es bei dir Richtung Sympathikotonus geht. Und jetzt und dadurch auch die Verdauung nicht mehr abläuft. Und da die Verdauung natürlich unter Darm quasi sich eher verkrampft. Mhm. Krass. So, jetzt testen wir nochmal. Wow. Viel besser. Eigenlob. Hier, guck. Mhm. Wie fühlt es sich an? Wie im siebten Himmel. Geil. Ich könnte jetzt in Rente gehen und ich habe alles erlebt. Bin im Reinen mit mir. Kopf sitzt noch. Bin im Reinen. Kann abtreten. Video läuft, Videoaufnahme machen wir heute noch fertig. Ja. Und dann guck, Füße kann auch noch bewegen. Ja. Querschnitt ist noch nicht da. Delay. Da haben wir jetzt noch hier, da kriegst du jetzt einen Mini-Impuls. Der hängt also schon ziemlich lange da drüben. Mhm. C2er. Gib mal deine Hand. Kriegst du einen Impuls? Okay, ist ein Elektroschock oder? Nee, Mechanik. Okay, krass. Auf welcher Seite liegst du nachts? Beiden. Also lieber rechts. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Wobei ich rechts lange Zeit Probleme hatte. Probleme hatte ich wahrscheinlich hier wegen der ersten Rippe. Ja, Schulter. Und die Schulter, aber die habe ich jetzt gut in den Griff bekommen. So. Ein paar Übungen. Locker lassen. Einatmen. Aus. Sören, bitte mal auf die linke Seite liegen. Warte, ich mache da das drunter. Kurz warten. So, links drauf, perfekt. So ist super. Ja. Behandelst du dein Team dann auch regelmäßig durch, wenn die... Ja. Super. Wenn jemand schreit, bin ich da. Können sie auch besser performen. Sehr gut. Ganz locker lassen. Hier müsstest du schon spüren. Oh ja. 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 Leg dich auf den Rücken. Auf den Rücken. Oi. Ja. Jetzt umarmst dich. Raufkommen. Einatmen. Aus. Ablegen, 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 ablegen. Zack. Und aus. Ausatmen. Gut. Okay. Darf ich mal hierher stehen, bitte? So. Kopf nach rechts drehen. Perfekt. Links. Sehr gut. Nochmal rechts. Links. Deine Finger auf meine drauf. Ellenbogen nach vorne. Einatmen. Fallen lassen. Nach rechts drehen. Links. Perfekt. Rechts. Links. Zur Mitte. Kiefergelenk öffnen. Zu. Perfekt. Also, jetzt haben wir die osteopathische neurologische Untersuchung noch gemacht, verschiedene Themen rausgefunden. Wir wissen jetzt anhand deiner GD-Messung, wo, sagen wir mal, deine dysfunktionalen Themen sind. Und ich habe jetzt quasi für die Laborchemie alles angekreuzt und zusammengestellt, was wir jetzt an Blut, Speichel, Urin und Stuhlgang brauchen. Mhm. So, das werden wir jetzt alles gleich machen. Du bist ja da bis Donnerstag. Das ist auch sinnvoll, sagen wir mal, dass wir quasi die Patientinnen und die Patienten immer schon antherapieren können. Das heißt, wir sehen jetzt anhand des Status, den wir in der Messung sehen, wo der Organismus steht. Und um gleich, sagen wir mal, die Regulation zu starten und um keine Zeit zu verlieren bis zur Befundbesprechung, bis quasi die Laborwerte alle wieder da sind, machen wir das eigentlich in der Regel sehr gerne, dass wir sagen, die ersten Sitzung sollte gleich mit einem 3-4-Tages-Block
gekoppelt sein. Dass die Leute sich auch schon direkt besser fühlen. Ja. Also ich meine, ich fühle mich jetzt schon besser durch die ganzen Sachen, die wir gerade gemacht haben und jetzt kommt quasi noch auf körperlicher Ebene. Du musst dir so vorstellen, das ist wie so eine Treppenstufe, die man quasi peu à peu hochgeht und das Endziel soll ja sein, dass man quasi on the top steht und reguliert ist. Und sagen wir mal, den ersten Schritt können wir tatsächlich anhand der Messwerte, die wir jetzt haben und anhand der Anamnese und anhand dessen, was man quasi kombiniert, schon auf jeden Fall machen, um mehr Stabilität reinzukriegen. Also hier geht es nicht darum, jetzt eine Therapie zu machen, sondern einfach um Regulationsmechanismen vom Körper jetzt schon loszutreten. Dann können wir nachher quasi in der Therapie definitiv schon höher einsteigen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn jetzt jemand, du warst bei einem Regulationsmesswert von ca. 60%, wenn jetzt da jemand nur bei 20 ist zum Beispiel, dann kann man nachher, sagen wir mal, wenn wir die Laborbesprechung haben, umfassend nur sehr langsam reingehen mit der Therapie, weil sonst das System dekompensiert. Um das quasi schon wirklich von vornherein zu verbessern, haben wir sehr viele Maßnahmen, wo wir treffen können, um, sagen wir mal, von 20% zumindest mal auf 40, 45 zu kommen, um nachher gleich höher einzusteigen. Das heißt, es ist einfach viel effizienter. Und bei dir machen wir es jetzt so, wir gehen jetzt runter, dann kriegst du erstmal einen Tee, Anis, Fenchel, Kümmel, Bezug nehmend auf das, was wir gerade gemacht haben, dass einfach auch die Schwellung rausgeht aus dem Dünndarm und aus dem ganzen Fasziengehänge. Und dann werden wir jetzt dann nachher den Schwermetalltest machen, den Mobilisationstest mit hochfrequenten Wechselfeldern, um zu gucken, wie viel ist mobilisiert ausscheidbar. Das heißt, wir mobilisieren es quasi auch über Frequenzen. Wir knacken quasi Fettmembranen, lipophile Gebinde auf und dann ist es verfügbar und der Chelator schnappt es weg und du pinkelst es dann raus, weil wir auch Stoffe dazugeben, die maßgeblich die Niere anregen. Das heißt, du pinkelst einfach viel mehr raus als sonst. Was gibt ihr für Stoffe? Homöopathika. Gut, und das wird dann gemessen, ne? Damit wir wissen, okay, was ist das? Das wird gemessen, wird eingeschickt und dann sehen wir nämlich ganz genau, wie viel bekommst du jetzt momentan prozentual gemessen raus aus dem Organismus von den toxischen Stoffen. Ja, wir hatten ja gerade die ausführliche Anamnese beim Benjamin Börner, wo er mir einige Zusammenhänge erklärt hat und dann noch die Diagnostik mit dem Gerät und noch die osteopathische Behandlung, wo ich jetzt schon merke, sofort Effekte, also dass sich fühlt sich sehr entspannt und erleichtert an. Und jetzt sitzen wir hier mit der Pia und sie wird mir noch was zur Diagnostik erklären, weil noch ein paar weitere Werte genommen werden. Genau. Wir bereiten jetzt nach der Besprechung die weiteren labordiagnostischen Untersuchungen vor. Und Bestandteil dessen ist eine Urinprobe. Da würde ich dir mal kurz erklären, wie du vorgehen darfst. Mhm. Und zwar gilt es, die vordere Kappe abzuschrauben, dann diese Spitze aufzutragen, den Urin im Becher aufzufangen. Und dann wird die Spritze aufgezogen, bis das Röhrchen recht voll mit Urin ist. Mhm. Der vordere Teil wird wieder abgenommen, die Spitze gut verschraubt. Der hintere Teil steht dann quasi ab, wird abgebrochen, so ist das Ganze in sich gut verschlossen, darf dann in die Transportbox rein und direkt vorne im Labor abgegeben werden. Okay, gut, weiß ich Bescheid, danke. Prima, bitte. Wir haben jetzt die weiteren labordiagnostischen Untersuchungen nach Empfehlung von Benjamin Börner vorbereitet. Das bedeutet, wir starten jetzt im nächsten Schritt mit der Blutabnahme. Die entsprechenden Parameter sind vermerkt. Es sind verschiedene Labore daran beteiligt, die dann auch separat direkt abrechnen. Und dann im nächsten Schritt steht auch der Schwermetallprovokationstest an. Da wird dann der Urin 2 Stunden später aufgefangen und auch direkt schon ins Labor heute mit dem Kurier eingesandt zur Auswertung. Das ist hier alles zusammengefasst. Kopie wird natürlich ausgehändigt. Und dann haben wir auch noch was für dich, nämlich die Termine, die jetzt für diese Woche geplant sind, zur Übersicht. Super, danke. Okay. Perfekt. Dann haben wir das soweit abgedeckt. Also dann darfst du natürlich ein Päuschen machen oder auch dein Urin noch abgeben. Mhm. Und dann gebe ich jetzt die Unterlagen ans Labor weiter. Die kommen dann auf dich zu. Okay. Du bist dann hier zu finden? Ja. Okay, alles klar. Danke. Bitte. Bis später. Okay, jetzt geht's weiter. Gerade habe ich die Urinprobe abgegeben und jetzt wird mir noch Blut abgenommen und dann geht's auch schon weiter mit den Infusionen. Und noch, es gibt einige Specials. Bin gespannt, was da so auf mich wartet. Hallo Sören, würdest du bitte deine Schuhe ausziehen und deine Socken? Sehr gern. Nichts lieber als das. Und jetzt werde ich dir an die Fußsohle, an die Unterarme und im Genick so Pads hinmachen.
Möchtest du wissen, für was das auch ist? Ja, sehr gern. Diese Dinger bewirken, da setzen wir ein bisschen Strom drauf. Den sollst du spüren, der soll aber angenehm sein. Mhm. Wenn du jetzt deine Hände da drauf legst, nach vorne drückst, der Oberkörper nach hinten, kommt das da noch hoch und ich muss mich nicht so weit bücken. Ach so. Ja. Danke. Und dann lassen wir doch nachher Strom durch. Der Sinn der Melodie, der kommt nicht so daher, sondern der singt der Melodie. Du musst gucken, ob dein Lieblingslied dabei war. Höre ich das auch? Ja, wenn du das sensibel bist, hörst du Strom auch. Ich kann dann aber auch so machen, dass du ihn immer hörst. Okay. Auf jeden Fall öffnet es die Mitochondrien. Das ist sehr gut. Und überspitzt ausdrückt, alles, was mir oben reinlaufen lässt, kommt in deinem Körper auch. Und ich krieg auch den Müll besser raus. Du kriegst den Müll drin raus. Das ist das, was man jetzt heute als erstes mal abklärt, wie viel Müll du in dir hast. Ja. An welcher Seite sollen wir da Infusion legen? Lieber hier. Dann kann ich vielleicht mit der anderen Hand auch ein bisschen was machen. An dem Tag, wenn du Infusion hast, kein Marathon, ja, spazieren gehen. Okay. Keine großen Bäume rausreißen. Wollte ich heute eigentlich noch, aber... Nee, mach Gras, das ist okay. Weil das ist alles anstrengend für deinen Körper. Ja. Und dann ist gut, wenn du halt Ruhe gibst. Ja. Und wenn du, kommst du ein bisschen vor? Ja. Danke. So, ja. Wieder zurück? Und wieder zurück. Und jetzt mache ich den Strom an. Und wenn du zu uns kommst, tust du morgens keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ja, abgemacht. Und die Ruhephase ungefähr 5 Stunden. Nach der Infusion. Ach so, Ruhephase heißt keine anstrengende Betätigung. Genau. Das aber heißt, ich könnte mich am Laptop setzen, ans Bett da legen. Da kannst du die verrückteste Spiele machen, aber. Okay. Also eher körperliche Ruhe sozusagen. Ja, aber ich dachte, wenn du es meiden kannst, tust du auch mal den Elektrosmog vermeiden. Ja. Weil du tust doch nur was Gutes. Soll ich dich zudecken? Ist dir kalt? Ja, aktuell ist mir nicht kalt. Ich kann ja dann einfach ganz laut schreien, wenn mir kalt ist. Ich habe Decke, ich habe Wärmflasche, ich habe alles. Ja. Wir können alles möglich machen. Also, dann gebe ich Bescheid, dass sie jetzt Infusion legen können. Ja, okay. Danke. Bitte. Bis dann. Sören, wie fühlt es sich an? Schon intensiv, also ich merke diese, sag ich mal, elektrischen Impulse. Infusion, also das Legen der Infusion war sehr angenehm. Also ich hatte auch schon andere Erfahrungen, wo es schmerzhaft war. Ansonsten bin ich relativ entspannt, würde ich sagen. Hier ist noch eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Auch mit der Musik hört man wahrscheinlich nicht im Hintergrund. Ja, bin gespannt, was so rauskommt, auch bei den Messungen im wahrsten Sinne des Wortes. So, die Infusionen laufen jetzt schon und ich bin jetzt hier gerade beim Lennart, beziehungsweise der Lennart ist hier, er ist Therapeut hier im Börner Lebenswerk und der wird jetzt mal erklären, was ich hier für Substanzen bekomme, in welcher Reihenfolge, in welcher Kombination und warum und weshalb das Ganze gemacht wird, welche Effekte das hat. Und da würde ich sagen, Lennart, schießt du einfach mal los. Ja, gerne. Ich meine, du bist ja im Rahmen des Ersttermins da, also der erstmal zur Diagnostik. Und was wir hier jetzt machen, ist einfach erstmal ein Schwermetall-Screening. Also wir gucken letzten Endes, wie viel Metalle, toxische Schwer- und Leichtmetalle den Körper nach Provokation verlassen. Und dazu basen wir immer an. Also das ist einfach gängig bei jeder Gelatherapie. Weil es dann besser gelöst werden kann? Zum einen, weil es besser gelöst werden kann. Zum anderen, weil die Metallbinder, also die Gelate, die haben ja sozusagen zwei so Scheren und einen freien Bindeplatz in der Mitte. Also können ein Metallion binden. Und diese Bindung ist aber nicht sicher. Das ist zum Beispiel, wenn man Gadolinium infundiert als Gelat, dann löst sich das Gadolinium und verbleibt meistens im Körper, weil eben nicht angebarst wird. Also weil in einem neutralen oder sauren pH-Wert einfach die Bindung nicht fix ist. Oder in einem alkalisierten Milieu, deswegen erstmal Natriumbicarbonat, ist die Bindung deutlich stabiler. Das heißt, es kommt nicht dazu, dass die Metalle wieder
gebunden und dann wieder freigesetzt werden und umverteilt werden. Was, das könnte ja auch dann Probleme machen sogar. Das könnte erhebliche Probleme machen. Also wenn ich aus dem Fettgewebe rausziehe und sie irgendwo anders hin transportiere, dann könnte ich an der Stelle Symptome bekommen. Genau, und das wird eben mit dem Anlasen vorgebeugt. Und dann kombinieren wir zwei verschiedene Gelate, die etwas andere Bindungsprofile haben. Also ein Gelat hat einfach eine gewisse Affinität, so wie ein Magnet zum Beispiel bestimmte Metalle bindet als andere. So vielleicht als Bild, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und wir kombinieren in dem Fall jetzt DMSA mit Calcium-EDTA. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was davon jetzt speziell welche toxischen Metalle eher bindet und ausscheidet. Ja, also das sind beides Gelate, die, sage ich mal, ein relativ breites Bindespektrum haben. Das heißt, wir kriegen eigentlich alles raus. Gadolinium, Quecksilber, Nickel, Aluminium, wir kriegen sogar Uran mit raus. Die Reihenfolge ist so aufgestellt, weil wir in unserer Schildertierung, die darauf abzielt, möglichst viel Aluminium auszuleiten. Und der zweite Gelator hat einfach eine höhere Affinität für Aluminium. Das heißt, wenn der erste Gelator einfach schon Metalle, die einfach im Körper produziert werden oder auch frei vorliegen, abgebunden hat, dann bleiben sozusagen mehr Bindekapazität für das Aluminium, weil wir ja einfach diesen Effekt da haben. Du sprichst ja auch in deinen Videos drüber, dass sich toxische Metalle einfach potenzieren. Und Aluminium ist zwar von der Toxizität nicht so erheblich, also es ist gar nicht so, kommt drauf an, in welcher Form, aber es ist gar nicht so ein toxisches Metall. Es ist aber eins, das alle anderen maximal potenziert. Das heißt, kann ich diesen Effekt rausnehmen, senke ich einfach schon mal die toxikologische Belastung im Patient. Finde ich sehr spannend. Also den Ansatz, sich jetzt als erstes um das Aluminium zu kümmern, habe ich jetzt so noch nicht gehört. Viele sagen ja auch, hey, wir nehmen als erstes das Quecksilber raus, weil das giftigste ist von allen und die meisten Schäden verursacht und gehen dann eher auf DMPS. Aber da hat auch der Benny gesagt, dass ihr damit jetzt nicht so gute Erfahrungen gesammelt habt. Es gibt Einzelfälle. Individuell halt. Es gibt Einzelfälle, da kann man mit DMPS arbeiten, aber ich sag mal, in der Regel sind, also gerade Leute, die einfach wirklich auch instabil ist, da muss man mit Ausleitungen eher auch vorsichtig sein und dann macht es lieber Sinn, ein paar mehr zu machen, als jemanden wirklich Probleme zu machen. Und natürlich ist das auch eine Vereinfachung. Also wir nehmen ja nie nur ein Metall raus, aber es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sich spezifisch eins raussucht, weil man einfach, du wirst es dann einfach auch im Ergebnis sehen, du siehst eine ganze Palette an Metallen, die aus dem Körper kommen, ein paar Funktionsmetalle kommen auch raus, aber auch relativ wenige bei der Zusammensetzung. Das ist generell quasi ein Thema, wenn wenig rauskommt, heißt es nicht, dass es nicht drin ist, sondern es könnte auch heißen, es kam einfach nicht raus, bisher, weil der Körper es nicht schafft. Also es ist nie nichts drin. Ja. Davon kann man eigentlich fast ausgehen. Genau, das taucht dann später auf. Also in der Regel hat man wie so ein, also jetzt keine logarithmische Kurve, aber so ein umgedrehtes U. Also man fängt, sag ich mal, bei irgendeinem Metall an. Und oft gehen unter der Behandlung die Werte erstmal hoch. Weil das ist ja sozusagen das, was pro Gelatierung, pro Provokation rauskommt. Das heißt, das geht erstmal hoch und das ist gut. Und dann irgendwann piekt es und dann gehen die Werte sukzessive runter. Weil es gibt ja keine Messmethodik der Welt, die sagen kann, okay, so viel ist im Serum drin. Sondern wir können sozusagen uns, das ist die beste Messmethodik, die wir haben, die ist natürlich nicht perfekt, aber wir können uns dem annähern, darüber, dass wir einfach immer wieder Provokationstests machen und einfach gucken, wie ist der Verlauf. Okay, also erst die basische Infusion, dann DMSA, dann EDTA, du hast gesagt Calcium-EDTA. Wir kombinieren halt immer sozusagen verschiedene Infusionskonzepte miteinander. Also wir machen nie nur, sag ich mal, eine Gelatierung, sondern in der Regel gucken wir auch, wie ist jemand so von der Entgiftungsgenetik aufgestellt, wie kann man ihn da einfach gut orthomolekular unterstützen. Die gelbe Flasche ist quasi, also orthomolekular heißt verschiedene Vitalstoffe, die da drin sind. Genau. Was bekomme ich da so ungefähr? Also die Farbe kennst du bestimmt. Das ist eins der B-Vitamine, also dieses fluoreszierende Gelb.
In der Flasche, das ist jetzt eine Protokollinfusionslösung, die relativ breit aufgestellt ist. Mhm. Also da sind Aminosäuren drin, also für die zweite Leberentgiftungsphase. Da sind ein paar B-Vitamine drin für die Methylierung. Da sind die wichtigsten Elektrolyte drin. Da ist ein bisschen Acetylglutathion drin. Also einfach so ein gutes Breitbandinfusionskonzept, was einfach die Entgiftung einfach unterstützt. Und wenn wir ein bisschen mehr Befunde haben, dann können wir das natürlich auch noch ein bisschen individualisieren. Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, vielleicht hast du ja schon einige Snips getestet oder so, und wir wissen jetzt zum Beispiel, du kannst keine Folsäure aktivieren oder so, können wir dir das zum Beispiel auch noch mit dazu geben. Okay. Nee, habe ich noch nicht getestet, glaube ich zumindest. Aber die Idee ist jetzt quasi, also einmal, ich mache erst das basische Milieu, dann komme ich mit den beiden Chelatbildnern, um halt die toxischen Metalle zu binden und auch so gebunden auszuscheiden, dass sie nicht verloren gehen. Mhm. Und danach kommt dann quasi die Vitalstoffinfusion, um, das ist ja auch ein aufwendiger Prozess für den Körper sozusagen, dass das alles abläuft, und es gehen ja auch ein paar gute Sachen mit verloren, einfach um das aufzufüllen sozusagen und ihn optimal mit Vitalstoffen zu versorgen, auch dass dann durch diese Infusion werden wahrscheinlich viele weitere Prozesse angeregt im Körper. Wenn auch die Gifte rauskommen, dann können ja zum Beispiel enzymatische Prozesse, Selbstheilungsmechanismen wieder besser anlaufen. Und wenn die dann noch quasi so einen Nährstoffcocktail bekommen, dann funktioniert das wahrscheinlich dann besser. So ist die Idee dahinter, oder? Genau, und wir kombinieren das ja immer einfach auch mit der Hochfrequenz Wechselfeldtherapie. Das heißt, was wir da machen, ist ja letzten Endes Zellorganellen, vor allem Mitochondrien, über den Jordan schicken. Und zwar die nicht mehr gut funktionieren. Hm. Also das Gerät ist ja so konzipiert, dass es einfach so eine hohe Membranspannung anlegt, dass alles, was, sage ich mal, von der Membranspannung schon niedriger ist, der Apoptose zugeführt wird. Hm. Das heißt, das wird sozusagen, deswegen kann es gut sein, dass man nach der Behandlung einfach auch ein bisschen müde ist, weil einfach ganz, ganz reell Mitochondrien für die Energiegewinnung fehlen. Und dann werden aber sozusagen die geschreddert wurden, werden sozusagen nachgebaut von denen, die funktionell und genetisch einfach noch gut aufgestellt sind. Das heißt, wir greifen wirklich schon auf brachial in die Physiologie ein. Im positiven Sinne? Dass im quasi positiven Sinne? Der Müll verbrannt wird sozusagen. Ja. Also wird auf jeden Fall freigesetzt. Also wenn du ein Mitochondrium mit einer Lipid-Doppelschicht also schredderst, dann wird halt alles, was da lipidgebunden ist, auch freigesetzt. Und dann darf es aufgefangen werden. Und gleichzeitig, wie du sagst, fängt dann halt der Körper natürlich an, regulatorisch selbstheilend tätig zu werden. Mhm. So wie du einfach nach einem Trainingsreiz oder einem Workout auch dann in der Adaption sozusagen stärker bist. Und das heißt auch durch die, durch den Strom, mhm. wie heißt das nochmal? Ja, das nennt sich mitochondriale Systemtherapie. Das okay. ist von der von Brigitte König an LMD, genau. Dadurch habe ich auch wahrscheinlich dann einen viel stärkeren entgiftenden Effekt auf die Mitochondrien, oder? Definitiv. Weil ohne das ist es jetzt nicht so leicht, mit Entgiftungsmitteln bis in die Mitochondrien reinzukommen, oder? Definitiv, ja. Okay. Und das war es in Anführungsstrichen von den Infusionen, die ich heute bekomme. Es sind ja viele Komponenten, aber das ist jetzt sozusagen so ein Infusionskomplex, wie er auch so normalerweise ablaufen kann. Genau. Okay. Das ist so ein Grundgerüst einfach auch für die Schlattierung. Ja. Und stark vereinfacht ist es quasi so, die meisten, die herkommen, sind wahrscheinlich mit Toxin belastet und ihr probiert da halt die Toxine rauszuziehen, weil die einfach sehr viele grundlegende Mechanismen im Körper blockieren oder der Körper nicht mehr so gut regulieren kann. Und wenn ihr die halt alle rauszieht, dann kann allein dadurch, oder wenn ihr viele davon rauszieht, kann allein dadurch schon
der Körper viel besser wieder regulieren. Das heißt, die Enzyme funktionieren besser, Nährstoffe können besser aufgenommen werden, Entzündungen gehen runter und so weiter. Und auf dieser Basis können dann auch noch andere Therapien, die ihr hier macht, dann auch wahrscheinlich dann noch deutlich besser funktionieren, als wenn die ganzen Gifte noch im Körper wären. Hundertprozentig. Also wenn Patienten oder Menschen die Erfahrung machen, dass sie zu etlichen Therapeuten gehen und immer wieder ein Plateau erreichen, wo sie nicht weiterkommen, dann würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es irgendeine toxikologische Belastung ist, die noch nicht adäquat ausgeleitet ist. Weil das die Grundlage bildet. Also in einem vergifteten Organismus wirken selbstregulatorische Therapiemaßnahmen einfach nicht so gut. Mhm. Und nicht nur das, es gibt genug Fälle, die einfach auch bei denen der Schuss wirklich nach hinten losgeht. Also wenn dann mit wirklich zellulär herausfordernden Therapien sehr intensiv gearbeitet wird. Ich möchte eine Sache noch, weil wir jetzt viel über Metalle geredet haben und die natürlich auch eine zentrale Rolle spielen, weil einfach Metalle, Funktionsmetalle einfach auch kompetitiv hemmen oder verdrängen. Das heißt, die spielen in der Relevanz für den Körper tatsächlich eine hohe Rolle. Aber es gibt ja noch 100.000 andere Belastungen. Für viele gibt es noch nicht mal ein standardisiertes Laborpanel. Mhm. Also das heißt, wir können die gar nicht diagnostizieren. Mhm. Und in den allermeisten Fällen sind es ja einfach fettgebundene Substanzen, die der Körper über eigene Entgiftungswege rausschaffen muss. Und dann ist er eben halt, sag ich mal, auch wenn wir es einfach schaffen, zum Beispiel gerade die Kompartimente, wo eben Toxizität sitzt, die dann ja oft auch einfach prooxidativ belastet sind, gerade selektiv diese Gewebe oder Strukturen oder Kompartimente anzusteuern. Das ist natürlich ziemlich cool, weil die sonst einfach dort verbleiben würden. Und oft. Und für, also da ist wahrscheinlich auch dann hilfreich, diese Phospholipid-Infusion, mit denen ihr arbeitet, oder? Um auch diese anderen Toxine noch mit rauszubekommen, dass einfach dieser Austausch der Membran besser funktioniert und dadurch auch noch andere Toxine, die vielleicht jetzt mit so einer Infusion nicht rauskommen. Oder der Körper kann dann leichter selber auch mit dieser Unterstützung diese Toxine loswerden. Genau, in jedem Fall. Und die Phospholipide, genau, die sind wie ein Ölwechsel, kann man sagen. Also die Fettsäuren, die belastet sind, die werden einfach sozusagen getauscht. Also Lipid Exchange. Genau. Mit den wasserlöslichen Giften haben wir in der Regel nicht so große Probleme. Auch nicht mit denen, die wir gut wasserlöslich machen können. Sondern wirklich die fettgebunden vorliegen. Okay. Gut, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht und ich halte dich auf dem Laufenden. Ich habe jetzt die Infusionssession hinter mir. War sehr angenehm. Also ich konnte auch dabei ganz normale Gespräche führen und so weiter und so fort. Habe auch was Leckeres zu essen bekommen und zu trinken, so wie ich es gebraucht habe. Und jetzt geht es nochmal weiter. Also jetzt sprechen wir noch über weitere Diagnostik mit der lieben Pia. Und zwar noch einige Diagnostik-Sachen, die ich dann zu Hause selber durchführen kann. Und da bin ich mal gespannt, was das jetzt alles noch ist. Genau, da haben wir dir schon eine schöne Hausaufgabe vorbereitet. Wie du schon so schön sagst, Testsets, die du dann zu Hause durchführen darfst, die würde ich dir jetzt nach und nach erklären. Mhm. Und zwar sind das verschiedene Kuverts, das Portozahl der Empfänger. Und ich packe jetzt mal aus, dass du einen Einblick bekommst. Das große Kuvert hier, das ist ein Stuhltest. Da werden also verschiedene Parameter für den Stuhl entnommen. Mhm. Das beinhaltet zum einen so eine Auffanghilfe, dass du deinen Stuhl auffangen kannst. Mhm. Für alle Untersuchungen reicht ein Stuhlgang. Und also einer für alle drei? Also genau, insgesamt. Aus dieser einen Probe werden diese verschiedenen entnommen. Und wichtig ist natürlich, dass du das bestenfalls zeitnah machst, dass die schnell im Labor landen und wir eben dann auch bis zu einer Laborbesprechung alle Werte haben. Und ratsam ist auch, das direkt zu einer Postfiliale zu bringen, nicht in einem Briefkasten, einfach um sicherzustellen, dass die Proben schnell im Labor ankommen. Jetzt haben wir, wie gesagt, verschiedene Tests.
Das Außen, das sind die Transportboxen. Du brauchst bei keinem der Testsets irgendwas beschriften. Durch den Barcode sind all deine Daten hinterlegt. Und bei diesen Proben, da gibt es so ein Schäufelchen. Mhm. Und da entnimmst du dann mit diesem Schäufelchen von drei verschiedenen Stellen den Stuhl, verschließt es gut. Es darf dann in die Transportbox. Mhm. Und die Anleitung steht aber auch nochmal genau hier drauf. Ne? Ja. Genau. Bei dem hier mit dem Schäufelchen ist es das Gleiche. Also wie hier, das ist einfach, weil gewisse Parameter untersucht werden, dann braucht es eine gewisse Menge. Dann haben wir hier eins mit so einer gelben Kappe. Wie du auch siehst, ist hier die Anleitung dazu. Da gilt es dann auch, das Ganze aufzuschrauben und wie auch hier beschrieben, an vier verschiedenen Stellen einzutauchen. Kannst du dir natürlich nochmal in Ruhe zu Hause durchlesen. Dann haben wir hier einen Urintest. Und zwar geht es da um die Neurotransmitter im Urin. Auch da ist wieder so ein Anforderungsbogen dabei. Mhm. Der ist immer ganz wichtig, dass der ausgefüllt im Kuvert liegt. Hier ist wichtig, dass zwei Tage vor der Probe weder Fisch oder Meeresfrüchte gegessen werden und auch am Abend davor diese Lebensmittel nicht. War das die letzten zwei Tage auf deinem Speiseplan mit drauf? Also ich habe vorhin zum Beispiel eine Banane gegessen. Gut, aber es ist noch nicht Abend. Aber ich meine jetzt Fisch oder Meeresfrüchte? Nee, hier steht Omega-3-Öl. Ja. Ist deswegen, geht es nur um die Schwermetallbelastung oder? Also es soll eben dann zwei Tage vorher nicht gegessen werden, um die Werte nicht zu verfälschen. Okay, also ich habe mir einen Smoothie gemacht und da war Omega-3-Öl. Okay, dann müssten wir da jetzt nochmal zwei Tage warten und dann eben berücksichtigen, dass das am Abend nicht gegessen wird. Mhm. Und dann ist hier auf der Rückseite auch die Anleitung. Und zwar geht es da in diesem Fall um den zweiten Morgenurin. Das bedeutet nicht, wenn du wach wirst und auf die Toilette gehst, sondern nach ein paar Stunden. Hm. Und da ist es dann der zweite Morgenurin und der Mittelstrahlurin, den du dann mit diesem Becher auffängst. Und dann ist hier ein entsprechendes Röhrchen drin. Da ist ein Stabilisator drin, der bleibt da drin. Und mit der Pipette wird das Ganze dann umgefüllt, bis das Röhrchen gut voll ist, gut verschlossen und auch leicht geschwenkt. Und dann darf auch das in die Transportbox rein. Dann haben wir hier einen Speichelhormontest. Auch hier ist wieder ein entsprechender Anforderungsbogen enthalten. Und auch eine Anleitung, die du dir gerne auch im Detail nochmal durchlesen kannst. Da geht es um das Morgenröhrchen. Sprich, dass du morgens eben das Röhrchen drei Viertels voll mit Speichel, also quasi reinspucken. Du kannst auch gern zwischendurch ein bisschen mit Wasser irgendwie spülen, wenn es dir ein bisschen schwerer fällt, dass es eben drei Viertels voll ist. Mhm. Und 30 Minuten später dann in dieses weiße Röhrchen. Mhm. Genau. Also und das war's Ganze, schon. Genau. Und das, also du kannst dir das im Detail nochmal durchlesen. Das Ganze ist nüchtern durchzuführen am Morgen. Mhm. Genau. Und dann eben wieder diese Röhrchen in diese Transportbox und mit dem ausgefüllten Bogen zurück ins Kuvert. Also das könnte ich theoretisch morgen schon machen, korrekt, die Stuhlprobe auch und das hier noch nicht wegen dem Omega-3-Öl. Omega-3-Öl, genau. Und wie gesagt, jederzeit hier abgeben, dann können wir das für dich in Versand geben. Wunderbar. Dann haben wir noch ein Testset. Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen hier. So viele schöne Sachen in der Tüte. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Tages angekommen. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich denke, ihr auch, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Es war sehr angenehm für mich, sehr angenehmes Ambiente, sehr nette Leute. Ich denke, ihr habt auch gemerkt, dass das alles Hand und Fuß hat, auch wenn ich mal so ein bisschen in die Tiefe nachgefragt habe, zum Beispiel mit dem Lennart oder mit dem Benny. Da war auch sehr spannend für mich die osteopathische Behandlung, wo ich sofort innerhalb von eigentlich Zehntelsekunden Effekte gemerkt habe, im positiven Sinne. Und bin natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht alles. Ich habe jetzt noch verschiedene Diagnostiksachen für zu Hause mitbekommen, das habt ihr gerade gesehen, die ich dann dort einfach ausfüllen kann, sozusagen. Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich habe das hier nicht geschenkt bekommen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Und vielleicht gibt es ja noch ein zweites Video oder einen nächsten Teil. Und bis dahin, bleibt gesund. Mhm.